Dann ein herzliches Willkommen zu unserer Wölfes Q&A. Ich bin der, beziehungsweise wir fangen den Pascal an. Das ist der Pascal, ich bin der Dominik. Und wir stellen euch jetzt sozusagen zur Verfügung, um irgendwelche Fragen rund um WordPress, ja, wirklich rund um WordPress, vielleicht jetzt keine Trupal-Fragen oder sowas, aber bleiben wir bei WordPress allgemein. Es kann anfangen von, weiß ich nicht, Übersetzungen, Themes, Plugins, Security, irgendwelche Meta-Fragen. Ja, dafür sind wir jetzt da. Das Ganze ist halt ein bisschen nach Diskussionsrunde. Wer einfach was hat, kurz melden, Frage stellen. Der Pascal wiederholt sie dann nochmal fürs Video und dann werden wir sie eigentlich beantworten. Pascal, möchtest du was gerne noch zu dir kurz erzählen? Ja, eigentlich nicht viel. Vielleicht kennen mich einige von der Keynote in Köln, die ich gehalten habe dieses Jahr. Und ich habe auch das neue Embeds-Feature in WordPress 4.4 mitentwickelt. Und ja, ich bin da hauptsächlich eigentlich jetzt ein bisschen an WordPress-Core-Entwicklung dran, arbeite sonst in einer WordPress-Agentur. Und ja, ich frage einfach los mit den Fragen. Außer, ihr wollt doch kurz was über mich hören? Weiß ich nicht. Was machst du so? Ich bin der Dominik, ich bin ich arbeite jetzt mittlerweile schon, glaube ich, 5 Jahre mit WordPress, seit 2 Jahren WordPress Core Committer. Bin halt ja mit im Core Team drin, bin aber unter anderem jetzt in letzter Zeit ein bisschen häufiger im Meta Team drin. Das heißt, die ganzen Aufgaben um die Plattform WordPress.org allgemein, das heißt Übersetzung oder halt die Foren, auch gerade was im internationalen Bereich so die letzten Zeit hinzugekommen ist, wie zum Beispiel irgendwelche neuen Foren, die so langsam ausgerollt werden, oder halt die Übersetzungsplattform mit CloudPress oder ja, halt so. Ich mache eigentlich fast alles so. Man hat mich überall schon mal gesehen. Ja. Von daher können halt die Fragen relativ doch offen sein. Ja. Also, bitte, and if anyone is speaking English, we are answering in English as well, if you like. An die Core-Entwickler, besteht denn die Chance, dass vielleicht in den nächsten Jahren eine neue Version bei der Serialisierung zu diesem übergegangen wird? Entschuldigung? Zu diesem übergegangen wird? Also, was er meint, ist, wenn JSON. Ja, der will jetzt wissen, ob Arrays serialisiert gespeichert werden und nicht mehr serialisiert gespeichert werden, sondern als JSON-String. Ah, alles klar. Also, danke schon fürs Wiederholen. Also, ob diese Speicherart jemals geändert wird, ich denke, das wird schwierig sein. Also, ich würde es mir wünschen, aber das ist halt immer mit dieser Rückwärtskompatibilität. Keine Ahnung, vielleicht dauert das Jahre, bis man da irgendwas machen kann. Ja, mal schauen. Ist nicht eine Diskussion. Genau, ich wollte gerade sagen, also ich wüsste jetzt nicht, dass da sogar ein Ticket irgendwie für existiert. Von daher, du kannst jetzt gerne eins schreiben. Genau, ja. Von daher, also ich höre das jetzt gerade auch zum ersten Mal, ehrlich gesagt, dass da sowas überhaupt irgendwie mal angeschrieben wird, weil warum zum Beispiel jetzt JSON und nicht irgendwie was anderes? Das ist das zum Beispiel. Ja, vor allem ist das ja eigentlich im Endeffekt auch wieder. Ja, nee, nicht unbedingt. Vergessen das, ist egal. Das Problem ist in seiner Session aufgetreten, genau. Domain Replacement. Ja. Ja, dass dann bei dieser starren Serialisierung, dass man dann die Länge der Strings weiter und so weiter und so fort plötzlich weiter untersetzen. Auch bei diesen hat man das Problem. Ja, wobei allgemein, ob jetzt cheaten oder serialisierte Daten, die sind beide nicht gerade optimal. Gerade wenn du irgendwelche Abfragen hast, wo du halt jetzt nur einen bestimmten Wert aus dieser ganzen Länge von Options brauchst. Ja, gut zu wissen. Sonst ist ja sehr sparsames Datenformat. Ja, da hinten war noch eine Frage. Die neue
euch mal ein neues Thema. Und zwar, ich möchte euch beiden erstmal danken für euer Engagement. Auch dem Dominik für die ganzen Zusatzaufgaben, die er jetzt macht. Und auch das Feature, was der Pascal entwickelt hat mit dem Web-Feature, fällt mir sehr gut. Und meine Frage bezieht sich auf die Language Packs. Die habe ich auch schon mal im Slack-Channel quasi gestellt. Mich würde aber vielleicht eher die Begründung interessieren. Und zwar, als Plugin-Autor, der ich unter anderem bin, warum Plugin-Autoren nicht automatisch als Übersetzungs-Validator oder quasi die Übersetzungen für das eigene Plugin automatisch genehmigen können, sondern warum man das beantragen muss. Das würde mich einfach interessieren. Es würde ja viel einfacher sein, wenn man automatisch als Plugin-Autor eingetragen ist und dann kann man Übersetzungen zumindest der eigenen Sprache freigeben. Warum es im Moment manuell erfolgt, das würde mich einfach interessieren. Danke. Okay, also die Frage ist, warum der Plugin-Autor nicht automatisch auch der Validator ist für die Übersetzungen in der eigenen Sprache. Genau. Okay. Tja, zum Glück ist Dominik da sehr gut dabei bei Language Packs. Genau. David, gell? Richtig? Genau. Ja. Genau, ich kenne dein Ticket dazu. Die Sache ist im Moment so, dass es halt alles noch relativ neu ist. Das ist halt noch sozusagen Probephase. Wir haben jetzt, glaube ich, aktuell erstmal 5000 Plugins einfach mal drauf losgehauen. Und jetzt gucken wir uns das alles ganz mal an. Wir haben noch jede Menge Fehler gefunden, die wir jetzt halt nach und nach erstmal abarbeiten. Und, oh, jemand muss mal die Tastatur überziehen. Genau. Und so Sachen wie, Naja. Das wird einfach. ja. Language Packs, genau. Und warum der Plugin-Autor von seinem eigenen Plugin jetzt nicht Validator ist. Das liegt daran, dass wir zum Beispiel nicht wissen, dass du jetzt Deutsch kannst. Also da, es gibt einfach keine Information darüber, welche Sprachen du kannst. Und wir wollen halt nicht, dass du für mittlerweile 150 Sprachen Validator bist, weil wir hundertprozentig sagen können, dass du nicht 150 Sprachen kannst. Genauso wie jeder andere Plugin-Autor. Also das wäre schon... Okay. Ja. Wäre es nicht möglich, zum Beispiel in dem WordPress-Plugin sein, wenn man ja so einen Admin-Button hat, eine Einstellung zu machen, meinetwegen, wo man eine Sprache hinterlegen kann, seine Muttersprache in der Regel, und für die würde man dann automatisch quasi eingetragen. Das wäre mein Feature-Vorschlag, wenn man das umsetzen könnte, technisch. Das ist technisch auf jeden Fall umsetzbar und auch, wir haben es ja auch gelesen, nur im Moment. Ja gut, unsere Prioritäten sind jetzt erstmal daran, das Ganze überhaupt zu funktionieren zu lassen. Deswegen halt auch noch diese manuellen, die halt doch wirklich aufwendig sind, dass du halt immer erst einen Post schreiben musst mit deiner Anfrage hier, ich möchte gerne die und die Sprache validieren. Das ist uns auch bewusst, aber wir wollen jetzt halt keine voreiligen Schlüsse irgendwie ziehen, von wegen, die wir dann hinterher doch wieder bereuen. Das heißt, es wird auf jeden Fall Änderungen gehen, das Ganze wirklich irgendwie über ein Formular oder halt auch wirklich, dass der Autor irgendwo in seinem Profil selbst sagen kann, welche Sprache er spricht. Weil es auch hinterher auch interessant für die ganze Plattform, welche Sprache du sprichst, um halt die ganze Plattform auch in deiner Sprache anzuzeigen. Okay, das war ich nur. Vielen Dank. Bitte. Da hinten, ja. Wo wir gerade bei der Organisation gefahren sind, was mich halt schon seit längerer Zeit so mit dem Gedanken trägt, ist halt die Frage, man weiß das, man hört das immer wieder auf irgendwelchen Wordcamps, dass es ja gewisse Sicherheitslücken in WordPress gibt oder Dinge, die man halt beachten sollte, unter anderem halt, dass der Datenbankpräfix nicht DP-Unterstrich ist, dass der Username der Standardadministrator nicht Admin heißt, solche Dinge. Warum entwickelt man WordPress oder die Installationsroutine nicht von vornherein so, dass eben der Standardbenutzername eben abgefragt ist durch ein Formular? Also, also der Standardbenutzername ist bei Installation immer Admin. Er lässt sich ändern, na klar. Nicht mehr. Also nicht mehr. Bei der Installation muss er angeben, wie der Admin-Account heißt, weil das keiner mehr hat. Das war früher so. Okay, also ich benutze nicht den Standardinstaller, deswegen. One-Click-Installer nutze, eben mit den Standardeinstellungen, was ja gerade viele Laien auch machen, die sich damit das erste Mal beschäftigen,
diese automatisierte Installationsroutine nutzt oder gerade auch von, sag ich jetzt mal zum Beispiel bei 1&1 oder zum Beispiel über Parallels Testen Installationen starten. Ich weiß nicht, wie diese Setup-Routine sich von der herkömmlichen differenziert. Da ist der Standard-Benutzername nach wie vor Atmos. Also nicht, okay, gut, dann. Okay, also ich glaube, die Frage hat sich ja geklärt, warum der Standardbenutzername Admin ist, was ja eigentlich nicht mehr so ist. Okay, alles klar. Sehr gut. Gut. Aber das war ja nur ein Teil der Frage, es gibt ja noch andere. Ja. Ich würde mich da reinhängen in die Frage, weil es ist richtig, dass man jetzt den User und das Passwort sicher setzen kann und muss. Aber was in der Regel-Config völlig fehlt, ist, dass eben alle Administrations-Konfigurationsmöglichkeiten drin sind, drinstehen und dokumentiert sind. Also man kann sie in der WordPress-Dokumentation zusammensuchen, was man in der WP-Config einschreiben kann, aber es ist halt keine, sage ich mal, sichere, vernünftige Vorgabe. Das ist einfach alles hier, und das ist für Anfänger, naja, ich weiß nicht, also die Hälfte von den Sachen, die sollten drinstehen. Also ein Beispiel, wie das man halt sagen kann, dass die Webseite mit HTTPS läuft oder dass sie gecached wird oder nicht. Es gibt ja, ganz, ganz viele Einstellungen, die man da vornehmen kann. Ein Teil sollte man vornehmen und das sollte meiner Meinung nach drin sein und nicht der User. Okay, also Frage ist, ob es da Beschreibungen gibt oder das da auch. Also einfach gesagt, die WP-Config sollte besser dokumentiert sein, dass man weiß, was man alles ändern kann. Und ja, gleich in der WP-Config, ja, beziehungsweise dass du halt bei der Startadministration das auch gleich diese Optionen drinstehen hast, mit einer plausiblen Beschreibung und einem sinnvollen Default. Und man nicht damit alleingelassen wird. Das ist halt für fast alle Menschen wichtig, weil wir klein sind. Ja, darum zieht meine Frage auf. Okay. Deswegen wollte ich beantworten, wer das erlangen kann. Also, auch noch dazu? Ja, ich schließe da mal was an. Ein ganz generelles Anliegen dazu. WordPress erscheint für die meisten User immer so von wegen 5 Minuten Installation, alles easy, alles ganz einfach. Sollte man nicht mal diesen Claim etwas abändern? Kürzer. Kann einfach sein, kann aber auch sehr schwierig werden. Um diesen Eindruck, dass alle, die das nutzen, ja, dass immer einfach ist. Das finde ich nicht gut. Also wer mal Typo 3 gemacht hat, der schätzt es noch nach 10 Jahren, wie einfach das ist. Also die Frage allgemein ist jetzt einfach, dass dieser Installationsprozess einfach für den Endanwender sicherer gemacht werden soll. Also dass der halt genau geführt, also in Bezug auf Sicherheit. Das ist so, als ob ich ein Windows installieren würde. Und weiß ich nicht, und dann klicki, 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 fertig, aber was da eigentlich gemacht wurde und passiert ist, weiß ich nicht. Das, ja. Ja, aber muss es deswegen bei WordPress sein? Aber fuck. Es klingt kaum einer auf die Arbeit. Das Problem ist wieder, wenn du von vornherein die Vision hast. Ja, also. Also meine. Also die Antwort ist eigentlich, dass diese ganzen Standardeinstellungen, die jetzt zum Beispiel in Bezug auf Sicherheit du gerne vornehmen möchtest, die sind in der Regel eigentlich schon gemacht. Das heißt, also ich wüsste jetzt nicht, keine spezielle, genau, du hast HTTPS genannt. So, wie wir alle wissen, so ein SSL-Zertifikat, das erstens mal kann es kosten, noch. Wir wissen, dass da was in Mache ist. Zweitens, der Laie, der weiß überhaupt nicht, was das ist. Drittens, er müsste natürlich darauf eingelassen werden. Das heißt aber auch wiederum, dass wir halt nicht einfach sagen können, okay, wir machen jetzt einfach HTTPS und dann sieht der Endanwender einfach auf einmal von groben irgendeine rote Seite von wegen, das ist nicht sicher. Und dann hängt er da und dann, ja, was soll er jetzt machen? Also so einfach sagen, hier, klick, ich mache jetzt HTTPS, so einfach ist es leider nicht. Dann, welche weiteren Anstellungen hättest du denn sonst noch? Also du hast Cache genannt, das ist jetzt eigentlich unrelevant zu Security. Wir sind eine große Liste,
Frage ist, welcher Punkt davon ist wesentlich und was wäre eben eine Default, eine sinnvolle Default-Einstellung. Also ich habe ein Multisite, das finde ich ganz gut, wenn das als Beispiel drin wäre. Ja. Also, als Auskommentieren vielleicht, also dass man aktivieren wird. Das geht davon aus, ein absoluter Laie, von dem wir sprechen, die haben doch in ihrer Vorgabe drin, das, so sind wir einfach, ja, kriege ich ein Mehrfachangebot, dann muss ich es doch nehmen, weil es kostengünstig ist. Ob ich jetzt das Dreierpack brauche oder nicht, aber das ist billiger. Und dann steht Multisite dort und dann kriege ich auch bei der Installation viel mehr, als wenn ich nur eine Seite habe. Nein, das soll ja nicht als Standard da sein, sondern nur auskommentiert für die, die wissen, was es ist, dass sie es einfach nur auskommentieren brauchen. Also nicht, aber der weiß, was das ist, kann das auch reinschreiben, ohne dass es auskommentieren darf. Also ja. Ich finde es nicht schlecht, wenn es auch auskommentiert drin ist. Und auch HTTPS niemals eine Frage. Ja, HTTPS nicht, aber ja? Und Post-Revisions auch nicht. Ja, aber das ist das, was ich meine, so auszudrücken, dass die Standardinstallation was für Laien ist, die jeder auch machen kann, auch schnell ist. Aber dass alles, was man ansonsten einstellen muss, dass das eben nichts für einen Laien ist oder man muss sich da rein vertiefen und sich mit der Materie auseinandersetzen oder eben einen Dienstleister buchen, ja, dafür. Aber dass eben dieser Eindruck, WordPress ist per se immer einfach, dass das dann mal irgendwie ein bisschen differenziert wird. Ich wüsste jetzt nicht, warum es nicht einfach wäre. Also im Hinblick trotzdem noch, dass es halt Einstellungen gibt, die halt nicht einfach sind, aber das ist auch halt gerade der Aspekt, wie du auch gerade schon gesagt hast, Monika, dass unser Endanwender wirklich erstmal der einfache Benutzer ist, der halt so wenig Optionen wie möglich haben soll. Das ist halt auch eine unserer Philosophien. Richtig. Und dann, wenn der halt wirklich irgendwie, wenn der User jetzt will, okay, ich möchte gerne eine Multisite-Installation haben, dann muss er sich einfach damit auseinandersetzen, weil es gibt einfach keinen Weg da außen rum. Wenn er das wirklich haben will und nicht weiß, dann muss er halt einen Dienstleister ansprechen, weil wenn er das irgendwie falsch konfiguriert, dann bringt uns das auch nicht weiter. Ja. Also von tut den Dienstleistern damit auch keinen Gefallen, weil der Kunde warum? Dann nämlich meint, das ist ja alles so einfach und dafür muss man dann nicht bezahlen. Oder nur ganz wenig. Ja. Ja. Das muss also noch immer konfigurieren stehen, was für die einzelnen Dienstleistungen noch anfällt. Genau, wenn man jetzt kostet, so. Ja, aber das haben wir eigentlich bei jedem Service irgendwo, dass wir, wenn der User was mehr haben möchte, dann muss er halt dafür bezahlen. Also das ist ja das ist eigentlich was Grundsätzliches. Ja, aber dann steht es ja frei, dich den Codec zu belesen und es selbst zu installieren, aber eins der Zahlen ist schon der Codec zu belesen. Nee, klar, ist korrekt. Wollen wir sonst mal weiter, ja? Oder? Vielleicht wäre die Möglichkeit nicht verkehrt, dass man sagen kann, dass es halt eine Standardinstallationsroutine gibt und eine erweiterte Installationsroutine, wo ich halt solche Dinge. Okay, also die Frage war, ob man eine erweiterte Installationsroutine machen sollte, zusätzlich zu der normalen, oder? Gut, dann wäre ja die Frage, warum sollte es denn eine Option sein, wenn es ja sicherer sein sollte, irgendwie diese Option zu deaktivieren, zum Beispiel. Und bei WordPress geht es ja eben darum, Decisions, not Options. Und ich finde jetzt eine erweiterte Installationsroutine für den Laien macht das Ganze nochmal ein bisschen komplizierter. Gerade wenn es ja eine, die berühmte 5-Minuten-Installation ist. Und wenn man weiß, was es zu tun gibt oder was man deaktivieren sollte, dann kann man es dann in der Config ändern. Weil sonst geht einfach zu schnell etwas kaputt. Wenn ich gar nicht weiß, als Laie das ausführe, dann
Das ganze Lehrbuch verblättern, da kommt nicht. Weil ich möglicherweise erst dann nicht von aufs Maul gefallen bin. Was? Ja. Gleich darauf kann man kurz eingehen, wenn du dich in den Schraubenverkehr gibst, dann musst du wissen, dass dein Rot rot ist und darfst du nicht durchschauen gehen und grün ist, dann musst du nicht. Das heißt, du brauchst jetzt mal eine gewisse Grundkenntnis des Mediums, mit dem du dich auseinandersetzt. Und dann hast du bei WordPress eine vergleichsweise gute Dokumentation, die dir das erklärt, auch in den Fragen. Und nochmal darauf einzugehen, auf die Sache mit der einfachen Installation, im Vergleich zu Typo oder OwnCloud oder Piwik oder whatever. Ist WordPress tatsächlich recht einfach zu installieren. Klar, man muss sich erstmal überhaupt mit der Sache mit der Materie auseinandersetzen. Halt ist nur, ist es nicht möglicherweise zu einfach, weil eben wichtige Dinge gar nicht bei der Installation, dem Anwender, also die Frage stellt sich der Anwender möglicherweise gar nicht. Naja, klickt das durch und stellt fest, es funktioniert ja. Ist unmöglich und ein paar Monate später ist eine Webseite gehackt. Aber doch nicht wegen einer WP-Config-Revisionen beschränkt worden sind oder die C-Papierkorb nach 30 Tagen möchte. Deswegen wurde doch noch nie eine Webseite gehackt. Und ob der Basics WP oder CQT oder sonst was, das ist doch Security by Obscurity. Damit belaste ich doch keine Laien, wenn ich ihm falsche Daten verspiele. Was du auch anschaust mit dem Generator, wenn man hinterher die Folie abschalten könnte bei der Installation, bitte nächstes Simon wieder hegen und ich finde das Ding doch oben wieder reinsetzen. Ohne dass, auch wenn es abgeschaltet ist, weil er unbedingt will, irgendwie tracken will, von welchem Team das jetzt kommt oder sonst was. Und da möchte ich für wetten, deswegen bringt es eigentlich nichts, das dann bei der Installation abschalten zu können, wenn irgendwann der Entwickler hergeht und das dann doch wieder irgendwie. Ich mache es dann nur noch schwerer. Und letztendlich sind ja die Sicherheitslücken nicht vom Core-System selbst, sondern meistens von schlecht programmierten Plugins oder Themes. Also das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Also 24 Stunden wird es gepatcht. Also, ich wollte eventuell das Thema vielleicht jetzt abschließen, damit wir noch was anderes haben. Ja. Vielleicht. Sehr gerne. Wollt ihr schon was Neues? Ja. Du auch? Ja. Okay, einfach nochmal. Okay, dann noch einfach zum Schluss nochmal. Also, ich sag mal so, wenn WordPress von Haus aus nicht sicher wäre, also ohne irgendwelche, also mit diesen vorhandenen Einstellungen, die der Laie machen kann, wenn WordPress dann nicht sicher wäre, dann hätten wir auf jeden Fall was falsch gemacht. Das heißt im Umkehrschluss, dass WordPress mit den minimalen Einstellungen, die wir halt beim Installationsprozess haben, definitiv sicher ist. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Wenn dir jetzt aber irgendwelche Plugins noch zusätzlich installiert oder in Theme oder weiß ich nicht, Themes oder Plugins, dann sind wir selbst nicht mehr direkt verantwortlich dafür, dass die Seite vielleicht eine Woche später dann auf einmal gehackt ist, weil vielleicht irgendein Plugin X wieder eine Sicherheitslücke hat, weil es irgendwas falsch gemacht hat. Also in dem entsprechend ist halt diese Standardinstallation gut genug dafür, um WordPress alleine sicher zu halten. Also, deswegen jetzt neues Thema. Wer möchte zuerst? Sven, Felix? Okay. Sven? Ich wollte noch sagen, also ich benutze ja wirklich gerne Namespaces. Ich meine, was ist jetzt die Frage? Okay. Die Frage wäre einfach nur, na doch, natürlich nicht für zwei dafür, was Grundvoraussetzung für WordPress ist, sondern braucht natürlich eine höhere Version von WordPress dafür, und die Frage, wann wird von WordPress und PHP, eine höhere Version von PHP dafür, und die Frage ist halt eben, wann die Mindestanforderungen für WordPress nach oben gesetzt werden, dass man nicht mehr 5.2 hat, sondern eine Version, die mit Namespaces arbeitet. Und die Frage ist, gibt es da irgendwie, wann das eventuell angedacht ist, dass WordPress ja, ich meine, es kann ein bisschen kompatibel bleiben, aber ja, im Winter war das echt gigantisch. Okay, also wann wird WordPress die Mindestvoraussetzungen für PHP von 5.2 auf mindestens 5.3 erhöhen? Ich glaube, das ist noch ein bisschen weit weg, weil irgendwie sicher bestimmt noch so 10% oder so noch 5.2 benutzen. Und das sind dann halt doch Millionen von Websites. Und dann kann man nicht einfach irgendwie abschalten oder so und nicht mehr supporten. Ja, weil dann der User, der keine Ahnung hat, was PHP ist oder wie er es updatet oder irgendwas, der ist dann einfach ja, aufgeschmissen. Gibt es denn irgendeinen Indikator, wo man sagt, jetzt gut, dann könnte man mal umswitchen, weil ich meine, das kann ja jetzt irgendwie ewig noch gehen irgendwie und dann
der Indikator ist einfach nur die Benutzerzahlen, die aktuell noch mit 5.2 unterwegs sind. So, dass man sagt, so bei 2%, sagen wir mal, gehen wir nicht. Ich würde sogar, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal PHP, es gab ja mal einmal einen Sprung, weiß ich nicht mehr, von wann bis wann, aber. Von 4 auf 5.2 oder ja, so. Ja, genau. Ich weiß nicht da, wie die Benutzerzahlen da waren, aber ich würde mal sagen, selbst 2% sind bei aktuell 25% aller Webseiten, die WordPress nutzen, immer noch eine Menge. Ja. Und außerdem, du als Plugin-Autor, dich hindert nichts daran, ein Plugin für 5.3 halt zu schreiben, wenn du unbedingt auf Namespace stehst. Du musst dann halt nur darauf. Ich hätte ja auch den Anspruch, dass es läuft. Und wenn du dann fest die Version hochsetzt, dann hat halt nicht das, könnte es natürlich sein, dass die Hoster sich auch dazu bewegen, die Version weiter nach oben zu setzen. Das ist das halt eben. Die zwingen dir mit halt eben dann auch, das, die Server abzudecken. Und die Frage ist halt auch von den Versionen, die alle noch, die steinalten Versionen oder die Webspaces, die 5.2 nutzen, die wer hat da überhaupt noch WordPress-Installation? Die Frage, da gibt es ja auch Leichen im Keller irgendwie, die einfach nur rumfliegen. Ja, es sind schon aktuelle, also nicht so irgendwie 3.0 oder sowas, sondern halt wirklich irgendwie 4.0 oder sowas aufwärts. Also das sind schon aktuelle Zahlen für aktuelle WordPress-Versionen. Und selbst nur für Namespaces jetzt die PHP-Version von 5.2 auf 5.3 eben zu aktualisieren, wenn wir jetzt, weiß ich, wer sich schon mal mit PHP 7 auseinandergesetzt hat, was das für Performance-Verbesserungen mit sich bringt, gerade auch mit WordPress, dann würde ich doch nicht sagen, dass wir von 5.2 auf 5.3 irgendwie aktualisieren, sondern wenn dann wirklich, also das ist alles meine Meinung jetzt, nicht, dass wir denken, nächste Woche ist auf einmal PHP 7, die Mindestversion, dass man dann halt wirklich eventuell einen größeren Schritt macht, anstatt halt diesen kleinen Schritt, nur weil wir jetzt Namespaces nutzen möchten. Wir hören dann ja auch recht. Ja, ja. Also, aber wie gesagt, also es ist nichts, was nächste Woche ansteht, auch nicht, was vielleicht nächstes Jahr ansteht, sondern es wird uns halt noch was begleiten. Ich habe zwei Fragen. Die erste, legst du auch für die 10% die 5.2 ansetzen deine Hand ins Feuer, oder? Rhetorische Frage, weil es hat ja doch irgendwie einen Sicherheitsaspekt. Und die zweite eigene Frage ist, gab es mal Überlegungen oder gibt es Überlegungen, die Reputation oder die Verbreitung von WordPress dann auch zu nutzen, um die Leute, die tatsächlich noch 5.2 oder 5.3 einsetzen, zu informieren? Und irgendwie mal daran zu führen, um diese 10% irgendwie auch ein bisschen aktiv abzuarbeiten, oder? Also kurz gesagt, was macht WordPress, um die Leute von 5.2 zu aktualisieren? Also das Wichtigste ist eigentlich, dass man nicht den Benutzer irgendwie eben darauf hinweisen will, weil der hat wirklich meistens keine Ahnung, was PHP ist oder so. Was man machen kann, ist das Gespräch suchen mit Hostern und schauen, dass diese updaten. Vor allem Leute, die vielleicht bei einem Hoster arbeiten, wissen, dass das halt nicht immer sehr einfach ist, bei so vielen Webseiten, so vielen Kunden, einfach mal die PHP-Version zu ändern. Und das geht halt bei denen ein bisschen länger. So wie wenn die Firma mal Windows updaten muss. Das geht auch eine Weile. Es gibt aber auch, um auf deine Frage dann noch einzugehen, es gibt ein Team, ich glaube sogar von Automatic, die halt wirklich auch auf Hoster, vielleicht jetzt gerade nicht gerade hier bei uns im Bereich, da können wir vielleicht mal irgendwie ein eigenes Team aufbauen, was dann halt hier so die ganzen Hoster abklappert. Aber wo halt die Hoster wirklich aktiv angeschrieben werden, von wegen hier, eure Kunden, die haben WordPress noch und die laufen immer noch mit 5.2 und wir wissen ja, dass 5.2 kriegt keine Updates mehr und hat halt auch seine Anfälligkeiten. Wollt ihr euren Kunden nicht mal was Besseres geben, was auch gerade, weil es ist ja so eine PHP-Lücke, kann der auch gerade irgendwie den ganzen Server irgendwie darmlegen. Das ist ja halt ist eigentlich auch im Sinne des Hosters, dass er seine Version, seine Software aktuell hält, weil PHP ist ja nichts anderes als eine Software. Ja. Genau wie wir unser Betriebssystem aktuell halten, ist es eigentlich auch die Aufgabe vom Hoster dann im Endeffekt seine Software und dementsprechend auch seine Kunden, die halt irgendwelche Kundendaten auch nochmal wieder haben, irgendwie sicher zu halten. Ein wichtiger Hinweis wäre in dem Zusammenhang, man spart, wenn man auf 5.4 oder 5.6 geht, ich weiß nicht, welcher Sprung das ist, die Hälfte des RAM ein. Ja? Und man muss nicht upgraden beim Provider, weil der Platz nicht mehr ausreicht, sondern einfach auf 5.6 setzen und man hat wieder Platz. Ja? Zum Beispiel, ja. Da hinten noch eine Frage? Noch weiter. Zu diesem Thema als Beispiel Firma aus Hamburg, das ist ein großer Hoster in Deutschland, und die haben
auch immer eine sehr schleppende Aktualisierung von PHP gebraucht. Das hat sich in den letzten 12 Monaten stark geändert. Tun jetzt aktiv die Kundenaccounts informieren und drängen auch darauf, dass man aktuelle, also jetzt nicht nur 5.3, sondern eigentlich schon 5.6 wechseln soll. Also immer eine aktiv unterstützte PHP-Version. Das ist ein gutes Beispiel, wo sich auch ein riesen Roster bewegt hat. Und da muss man eigentlich rangehen. Das finde ich gut, dass wir vielleicht auch hier in Deutschland irgendwann mal irgendwie so ein Team machen, dass wir aktiv die Roster anschreiben. Du weißt, ja. Bitte. Ja. Ja. Ich wollte noch fragen, was waren eigentlich die Beweggründe, die Sprachdateien in den BP-Content-Ordner zu verlagern, nur dass es leichter abgedatet werden kann, oder gibt es da auch andere Gründe? Also, eigentlich, warum gibt es Language Packs? Weil die Language Packs sind ja im WP Content Folder. Ist eigentlich ganz einfach. Das Problem war bisher immer, die Plugin-Autoren, also zum Beispiel ein großes Plugin wie die Yoast SEO, das hat, weiß ich, wie viele Übersetzungen im Plugin drin. Und immer, wenn die Übersetzung aktualisiert wurde, musste halt auch das Plugin aktualisiert werden. Und das ist ja eigentlich nicht das Ziel, oder dass man immer ein Update installieren muss, sondern dass die Language Packs unabhängig vom Plugin aktualisiert werden können, dass man die Sprache im Backend wechseln kann, dann kann automatisch die neue Übersetzung heruntergeladen werden. Macht halt alles einfacher. Also ja. Macht auch umgekehrt Sinn, wenn man selber da eine Sprache drin hat, die vielleicht nicht vorher drin war, dann wird die nicht wieder gelöscht beim Updaten. Genau. Also WP Content ist einfach das Verzeichnis, wo die ganzen Daten von den Benutzern sind, also wie Plugins, Themes, und ist halt zentral, von daher kommt es halt dahin, anstatt halt wirklich wieder in den einzelnen Plugin-Ordner oder Themes die Sprachdateien da reinzukopieren. Gut, ich glaube, wir haben noch Platz für eine letzte Frage. Ja, ich wollte mal fragen, ob es irgendwie mal angedacht ist für WordPress, das ein bisschen mehr zu modularisieren, weil, also jetzt ist es ja so, wir bauen zum Beispiel viele mobile Applikationen damit, also weil wir die Datenbank nutzen, weil das User Interface sehr schön ist und da ist natürlich sehr viel hinten dran, was nicht benötigt wird, und ob es mal irgendwie eine Möglichkeit geben wird, wo man sich jetzt sagen kann, okay, ich nehme das und das brauche ich jetzt dafür und das ist jetzt meine WordPress-Installation, weil ich halt jetzt kein Frontend im Web brauche in dem Sinne, sondern einfach nur die Daten, die ja jetzt durch die REST-API schon sehr gut ansprechbar sind für mobile Applikationen, aber mir dann doch noch ein bisschen zu viel dran ist, beziehungsweise ich immer sehr viel Aufwand habe, meine ganzen Felder anzulegen, und ob es da vielleicht mal was gibt in die Richtung, wo man das halt alles ein bisschen besser machen kann halt. Ja, also ob WordPress noch modularer wird. Ja, Dominik, was meinst du? Machst du mal was? Es ist schwierig, einfach mit der aktuellen Architektur, die wirklich so auseinander zu friemeln, dass du wirklich einzelne Module hast. Also, du kannst zum Beispiel die Datenbank-Klasse, die ist dann zum Beispiel eigentlich recht modular. Die ganzen Customizer-Sachen, die sind auch recht modular. Es geht aber ja jetzt darum, vielleicht, dass man eine Entwicklerversion direkt hat, also dass es für den App-User-Ende gibt und dann vielleicht nochmal wirklich für so einen kleinen Werkzeugkasten halt im Prinzip. Also, ja, das geht ja dann wirklich darauf hinaus, wie gerade jemand hier gesagt hatte, dass WordPress irgendwie so eine Art Framework oder eine Library irgendwie wird. Mhm. Aber das ist eigentlich nicht wirklich der Sinn von WordPress hinterher. Also von daher. Das ist ja wirklich, den kompletten WP-Admin-Code mal aufzuräumen. Das macht ja, dann ist aber die Frage auch, was brauchst du jetzt aus dem Admin-Bereich, wenn wir hier irgendwas über die REST-API ansprechen wollen? Weil an sich, diese REST-API, die ist ja, korrigiere mich, du hast ein bisschen mit der mehr gearbeitet, wirklich nur im Frontend, die kaum von Admin-Funktionen einbindet. Von daher, zumindest, also ich weiß nicht, es gab mal eine Datei, die dann rausgenommen wurde, von daher. Aber auch Cousin ist gerne. Ja. Code, der einfach so CRP-HTML gemischt, gemixt ist, total durcheinander, da werden Schritte ganz schräg geladen irgendwie. Also die Frage, ob das irgendwie mal angedacht ist, dass das irgendwann mal irgendwie aufgeräumt wird. Irgendwie. Und dann kann man das ja modular machen. Das ist das Problem. Ich habe dann beispielsweise, weil ich nicht mit der REST-API machen kann, zum Beispiel den WP-Editor nachladen zum Beispiel. Das wollte man das mit dem Ajax zu machen, aber das ist nicht so ganz einfach. Also das muss man auch noch ein bisschen rumtricksen irgendwie. Und das würde natürlich gehen, wenn man mal so anfangen würde, den Code halt einfach mal irgendwie dann auch modular zu bauen beim Admin-Bereich.
Eine Sache. Genau. Ich wollte gerade sagen, es wird damit angefangen, weil zum Beispiel in 4.4, weiß ich, wer sich mal die ganzen Klassen oder sowas angeschaut haben, da ist da vielleicht eine Datei, wo 25 Klassen drin sind. Da wird jetzt zum Beispiel in 4.4 haben wir die einfach mal alle aufgesplittet, wo dann halt wirklich pro Datei nur eine Klasse ist, wie es sich eigentlich gehört. Also das ist halt ein Prozess, der wirklich länger dauert. Also jetzt nicht vielleicht direkt halt, dass wir mit dem Ziel Framework oder Library oder sowas und alles modular, aber es ist halt aufgeräumt. Sagen wir, es wird aufgeräumt. So. Ja, genau. Was ja. Mich immer wieder überrascht ist, wenn ich mal die Wacker laufen lasse, kommt nicht so oft vor, dass die meisten Warnungen und so weiter aus dem Chor kommen. Oder ich weiß, von irgendwann her. Das magst du bezweifeln. Bitte, das magst du bezweifeln? Ja. Was denn für Warnungen? Da können wir, also können wir Warnschriften, obsolete Funktionen oder veraltete Funktionen das, und solche Sachen. Das ist recht. Gerne können wir da gleich gerne mal drücken. Also nicht Fehler, ja, ist klar. Ja, ja, wir können gerne mal gleich drüber gucken, was du da vielleicht hast. Ja, das habe ich jetzt nicht parat, ja. Okay. Ja, okay. Ja. Aber kannst wir müssen eine andere Mal. Einfach mal die Wacker, ja. Kommt immer was. Dominik, wollt ihr noch was zum Contributen noch mal sagen? Ich wollte sagen, dass wir jetzt leider aufhören müssen mit unserer kleinen Diskussionsrunde. Danke, dass ihr alle da wart. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Danke für eure Fragen, eure Diskussion. Und zum Schluss noch eine kleine Information. Morgen ist ja der Contributor Day, wozu ich euch gerne alle herzlich einladen möchte. Gerade wenn ihr in Bezug halt auf Core auch nochmal gerne reden möchtet, vielleicht können wir dann morgen nochmal irgendwie die Debugger. Schade. Oder halt auch Übersetzungen oder halt auch irgendwie die 4.4 steht da mehr oder weniger vor der Tür, dass wir da ein bisschen testen können, zusammen. Vielleicht mit dem Pascal. Genau, dazu nochmal eine restliche Einladung. Ja. Dankeschön.